Und damit Halli, hallo, Hallöchen, zurück zu einem neuen Unboxing. Ja, gestern war der 24. Dezember, das heißt, es war Heiligabend oder auch Weihnachten. Ja, ich wollte jetzt einfach mal zeigen, was habe ich so bekommen? Ein kleines Unboxing. Ja, fangen wir erstmal an mit etwas für die Hüften. Ich habe eine Tüte, anderthalb Typen. Tüten, Gummitürchen von einer mehr oder weniger bekannten Gummitürchenware, Gummitürchenhersteller bekommen. Ja, lecker, nicht weiter erwähnenswert. Trotzdem schön. Als nächstes haben wir Tata, Socken. Geil, ja? Hä? Und nochmal Socken. Und nochmal Socken. Und nochmal Socken. Und ein vorletztes Mal Socken. Und nochmal Socken. Bam, Wahnsinn, hä? So, okay, das war mein kleines Unboxing. Ich sag einfach mal ciao. Nein, natürlich nicht. So, das waren die Socken. Weiter geht es mit einer Buchse und noch einer Buchse. Gut, auch nicht weiter erwähnenswert. Okay, weiter. Und die T-Shirts feiere ich auf jeden Fall schon mal. Gut, ich habe jetzt schon verraten, es sind T-Shirts. Einmal das hier, das heißt, warte, das mache ich gerade mal auf. Und zwar steht drauf, fight the good fight. Ich finde das so genial mit den Wölfen. Also hier, Na gut, ich finde also das auf jeden Fall schon mal genial. Und dann haben wir noch ein zweites. New York City. War ich leider noch nicht. Möchte ich aber beide mal, wenn es möglich ist. Ja, das finde ich geil. Ich mache dann mit diesem Balkon. Und hier sind halt diese Hochhäuser, Reihenhäuser. Und im Hintergrund auch nochmal irgendwas Größeres. Das gefällt mir auch. Okay, weg. Dann kommen wir zum ersten Technikspielzeug. Ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher. Kommt nach einem Unboxing sowie ein Audio-Vergleich, beziehungsweise Audio-Test. Obwohl, das Unboxing machen wir gleich mal. Das ist ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher von CSL, da können wir lesen. Lesen, Verpackungsinhalt. Bluetooth Handsfree Speaker, USB Mini-Kabel, 3,5 mm. Audio-Kabel als ein AUX-Kabel und Bedienungsanleitung. Über 4, aber das finde ich auch bemerkenswert. CSL Bluetooth Sounds, das reicht nicht aus, wir müssen schreiben, über 4 Stunden Laufzeit. Bam. Tata. Neu. Wunderbar, okay. Hier nochmal dasselbe in Asiatisch. Ja, das ist ein Bluetooth-Lautsprecher, habe ich mir unbedingt fürs Handy gewünscht. Na komm, geht auf. Ja, verdammt. Auf, gehen. Verdammt. Dankeschön. So, die machen wir mal auf. Hier ist es das gute Stück. Und ey, das wiegt. Das ist der Wahnsinn. Das wiegt. Also das ist richtig heavy. Das ist echt Alu hier. Das ist kein Plaster, echtes Alu. CE-Zeichen, okay. Wir haben hier 4 Tasten. Leiser, oder vorheriges Lied. Play Pause. Stellt sie mal Scharfkamera. Hier ist lauter und hier ist an aus. Hier ist Mikrofon, weil das kann man als Freisprecheinrichtung benutzen. Hier ist das Ladekabel mit USB und hier kann man AUX-Kabel anschließen. Und hier oben ist ja dieser wertvolle Lautsprecher. Das werden wir nachher mal testen. Ich habe schon mal ein paar Lieder vorbereitet auf dem Tablet. Weiter ist in dieser Packung noch drin eine Bedienungsanleitung. Die ist eigentlich relativ überflüssig, weil das erklärt sich echt von selbst. Ein Ladekabel, USB. USB, da sieht man, gucke, da, USB. Wunderbar, hat man noch nie gesehen. Und zu guter Letzt ein AUX-Käbelchen. Oh, ist das putzig. Das ist ja echt, also ich glaube, das klingt nicht besonders gut. Na gut, ich habe eigene dabei. So, weg. Okay, so, das war's. Das war natürlich immer noch nicht das ganze Unboxing. Als nächstes habe ich als Alternative, ich kann mich zwischen zwei entscheiden, diese Philips Big Sound Shock and Clear. Das sind die sogenannten Shockboxen von Philips. Die finde ich genial, weil die sind wasserfest, die sind riesig. Sieht man ja, hier sind Wassertropfen und die sind für Outdoor bestimmt. Sie haben zwei Treiber, also zwei Lautsprecher. Man kann zwei verbinden, also es ist genial hier. Kann man eine Wand anbringen. Unboxing, was steht da Schönes? Aha. Ja, die wiegen fast ein Kilo. Also zumindest mit der Verpackung. Bis zu 10 Meter Bluetooth-Reichweite und das ist ja Standard. Okay. Die machen wir jetzt natürlich auch auf. Ich habe mir schon mal Messer vorbereitet. Na ja, da muss ich mal Fuß als Stütze nehmen. So, Nummer 1. Na, irgendwann kriege ich das immer noch hin. Eins.
2 und 3. Noch nicht ganz. Hier nochmal ein Fußzuhilfer. Ist das jetzt auf? Is it open, please? Ah, okay, jetzt ist es auf. Dann drehen wir es mal so rum und. Gleich habe ich es. Gleich habe ich es. Gleich habe ich. Da geht's doch. Okay. Und hier ist das gute Stück schon. So, wie kriege ich das jetzt hier raus? Ach man, immer einhändig. Das ist scheiße. Ich mach's einfach mal so. Okay. Hier ist das gute Stück. Das ist genial groß. Vor allem ist das. Warum nicht hat das so einen genialen Sound? Ich das jetzt hier aus der Packung. Moment, ich mach mal kurz zu. Ihr hört mich gerade etwas schlechter. Ist nicht anders zu vermeiden. Also das brauche ich jetzt einfach mal zwei Hände, Entschuldigung. Okay. So, da bin ich wieder. Ich nehme wieder eine Hand, das Handy. Ja, ich filme immer noch mit dem Handy. Hier ist was zum Anschließen, zum Beispiel für eine Dings, für einen Karabinerhaken. Hier kann man es wahrscheinlich an ausmachen oder so Verbindungsanzeige. Übrigens ist das hier gummiert. Sieht man das hier? Ja, das ist gummiert. Und das hier ist so leicht vergoldet. Hier ist zum lauter leiser drehen, denke ich mir mal. Auf dieser Seite ist zu finden der Micro-USB-Anschluss zum Laden des Teils. Sehr gut. Und das war's schon an Tasten. Oder? Genau, hier ist die Bluetooth-Pairing-Taste, denke ich mir mal. Ah, jetzt ist an, okay. Aha. Shockbox ready for pairing. Okay, super. Hier ist auch noch ein AUX-Eingang. Und das mit dem Pairing, das machen wir später. Gucken wir kurz, was noch hier drin ist in der Verpackung. So, weg. Noch in der Verpackung enthalten ist ein kleiner Karabiner, nicht First Climbing, sowie die Brausanweisung. Dann ein 2. Okay, das ist ja jetzt komisch. Was ist das? Das verstehe ich jetzt nicht. Muss ich mal gucken, weil das sind ja, guck mal, das sind 2 USB-Anschlüsse und ein Micro-USB als Eingang. Und das hier ist nochmal ein Ladekabel. Warum? Was soll das sein? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Muss man in der Anleitung nachher beim Soundcheck, wenn ich die beiden Dinger da mal vergleiche, zeige ich euch das dann mal, erkläre ich es euch. Wunderbar, Alter. Die beiden Dinger feiere ich auf jeden Fall. So, dann sind wir jetzt schon fast am Ende. 3 Dinger habe ich noch. Und zwar weiter geht es mit einem Raspberry Pi. Wer das Ding nicht kennt, das ist ein Minicomputer. Den packe ich natürlich auch schnell mal aus. So. Den packe ich auch schnell mal aus. Pack ihn schnell aus. Oh ja, mein Fuß, wunderbar. Hä? So. Und nehme hier aus der Verpackung. Das ist ein Computer, tata. Ja, weil das Ding finde ich geil. Damit kann man alles machen, zum Beispiel Media-PC aufbauen oder sowas. Also hier für Filme gucken, Musik hören einfach nur, mehr nicht. Der hat einen 1 GHz Prozessor und einen halben Gigabyte Arbeitsspeicher. Weiß ich jetzt nicht so Bombe, aber das Ding kostet 30 oder 40 Euro. Hier haben wir einen HDMI-Anschluss und ist wie gesagt alles dran HDMI-Anschluss. Hier ist der Strom, auch Micro-USB, wie heutzutage üblich. Hier ist eine LAN-Buchse, 2 USB-Anschlüsse, also ein Klinkenausgang für Ton und ein digitaler Videoausgang. Okay, das war der Lautsprecher da, ist nun wieder ausgegangen. Mit dem Ding hier kommen wahrscheinlich jetzt Zukunft-Tutorials, wie man alles mal so aufbaut und so, weil das finde ich genial. Das kann ich auch als YouTube-Upload-Server verwenden später. Dazu halt hier kleine SD-Karte, das ist jetzt nicht nennenswert. Dann, das habe ich auch kurz weggelegt. Ah, Moment. Ah, so, und zwar, das vorletzte ist ein Anker. Ja, Anker E5. External Batterie, da steht es schon, 15.000 mAh. Das ist ein Zusatzakku für mein Handy, weil ich habe ja Nexus 4, wissen ja bestimmt einige jetzt, habe ich schon mal erwähnt. Weil das hat eine bescheidene Akkulaufzeit, meins. Ich bin froh, wenn ich über den Tag komme und da ist sein Zusatzakku einfach genial. Der hat 15.000 mAh. Das heißt, ich kann damit mein Handy ungefähr, also mit 6 bis 7 Mal laden. Das finde ich genial. Ich habe den jetzt schon mal ausgepackt, deswegen ist hier das Siegel jetzt schon ab. Aber ich gucke die ganze Zeit auf die Kamera und nicht auf die Geräte. Schön, dass es funktioniert. Ja, das fand ich auch genial. Ich habe das aufgemacht und tada! Da steht
Oh no, the power went out. Meine Plugin kommt hier zurück, wenn ich mich bei dir einstecke. Write up the perfect gift at ianker.com/gifts. Ja, das ist halt noch ein kleines Weihnachtsfest. Ich glaube, das ist nicht immer drin. Und da haben wir nämlich auch schon das gute Stück. Der ist gar nicht so groß. Ich nehme mal meine Hand daneben. Gut, meine Hand ist jetzt auch nicht die größte, aber das sind bestimmt, was weiß ich, vielleicht maximal 10, 12 Zentimeter. Und geht da raus hier. Er ist in schwarz. Hier ist die An-Aus-Taste. Hier sind zwei, der hat nämlich zwei USB-Anschlüsse. Einen mit 2 Ampere Ausgang und einen mit 1 Ampere. Also, heißt, ich kann zwei Geräte gleichzeitig laden. Und hier in der Mitte ist noch sogar noch eine Taschenlampe. Weiß ich nicht, wie die angeht, gucke ich dann später mal in der Anleitung. Zeige ich auch mal gleich beim Video. So, ich drücke es auf den Knopf, da ist der an und da sehe ich noch ungefähr 75% Akkukapazität. Das sind ja LEDs voll, 75, 50, 25 und dann, wenn es leuchtet, ist es leer. Finde ich genial. Ich gehe die Taschenlampe an. Ah, okay. Okay, muss also zweimal tippen, dann geht die an. Bams, bam, 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 bam. Okay, so Kamera, kriegst du wieder ein. Okay, was haben wir dann hier noch drin? Wir haben, oh, das ist ja cool, eine Tasche dafür. Das feiere ich. Und wie geht denn wieder aus? Okay, nach einer Zeit geht er automatisch aus. Eine kleine wasserdichte Tasche, denke ich mal, oder sportlich zumindest. Und natürlich auch wieder hier ein Mikrokabel. Also ich habe langsam so viel Micro-USB-Ladekabel. Allein hier waren jetzt bestimmt drei oder vier dabei. Boah, sieht das scheiße aus. Und jetzt drei oder vier dabei. Okay, und zum Schluss, ich denke mal, mit das größte Highlight für mich, da habe ich mich auch drüber gefreut, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, weil mit den Lautsprechern, die habe ich mir ja gewünscht und den Akku auch. Ich wollte es mal kurz zeigen. Ta-ta, ey. Geil, geil, geil. Eine neue Grafikkarte. Eine AMD Radeon R9 270X in der Edition. Ja. 2 GB, das ist die schnellste seiner Klasse, ihrer Klasse. Der Karton ist der Wahnsinn. Ich mache später natürlich oder nachher gleich noch ein extra Video mit einem Unboxing. Das ist ja nicht ein Unboxing, sondern doch ein Unboxing mache ich dann nochmal extra. Unboxing mit Einbauing. Die sieht so genial aus. Das wird gleich in einem anderen Video kommen. Das verlinke ich einfach mal. Ich sage mal hier oben. Hier oben kommt das Video hin. Hier unten, Moment, wo ist die Kamera? Hier unten kommt jetzt gleich noch der Audiovergleich von den zwei Lautsprechern, die wir dort haben. Und was haben wir noch? Hier oben in der Ecke füge ich bestimmt später noch ein Tutorial ein, wenn ich dran denke. Also hier oben Unboxing und Einbauung der Grafikkarte. Hier kommt der Audiovergleich und hier kommen Tutorials von dem Raspberry Pi. Ja, wenn euch das gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch. Ich feiere noch meine Weihnachtsgeschenke. Hoffentlich feiert ihr auch eure Weihnachtsgeschenke. Ihr könnt es doch einfach mal reinschreiben, was habt ihr so bekommen. Mein Name ist Mr. Tim Burton. Ich feiere noch. Haut rein, Leute. Ciao.